Von den vier Evangelien ist das Markus-Evangelium bei weitem das kürzeste, oder? Seit Jahrhunderten untersuchen Religionswissenschaftler sein ursprüngliches abruptes Ende sowie die Art und Weise, wie Schriftsteller es im Laufe der Jahre erweitert haben. Im Neuen Testament der christlichen Bibel erzählen die vier Evangelien im Wesentlichen die gleiche Geschichte, was die Unterschiede zwischen ihnen umso faszinierender macht. Besonders das Markus-Evangelium ist für seine Kürze bekannt. Die Geschichte endet am Ende, bevor Jesus in den Himmel auffährt, was wie eine ziemlich drastische Auslassung erscheint. Stattdessen nähern sich Maria Magdalena und die anderen trauernden Frauen einfach dem Grab Jesu und stellen fest, dass der Stein weggerollt ist. Eine Gestalt in Weiß erzählt ihnen, dass Jesus auferstanden ist, und sie zerstreuen sich erschrocken. Vergleichen sie mit dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 50-53, das endet: Als er sie in der Nähe von Bethanien geführt hatte, erhob er seine Hände und segnete sie. Während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel aufgenommen. Dann beteten sie ihn an und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie blieben beständig im Tempel und lobten Gott. Je nachdem, welche Version der Bibel sie gelesen haben, ist ihnen dieser Unterschied möglicherweise nicht aufgefallen. Einige Exemplare, darunter die King James Version, haben einen zusätzlichen Abschnitt, um die Lücke zu schließen. Es gibt vier verschiedene mögliche Enden des Textes, die aus der Antike in verschiedenen Abschriften überliefert sind, aber die frühesten Versionen von Markus 16 enthalten die Verse 9 bis 20 nicht. Heute wird allgemein anerkannt, dass die Enden später hinzugefügt wurden, um die Abruptheit des Texts auszugleichen. Aber warum ist Markus' Geschichte so kurz? Einige argumentieren, dass das erschütternde Ende des Markus-Evangeliums ausreichender Beweis dafür sei, dass der Text nicht dort enden sollte, wo er endet. Aus irgendeinem Grund ist es möglich, dass der Autor das Buch einfach nie fertiggestellt hat. Möglicherweise ist er gestorben oder einfach unterbrochen worden, sodass das Evangelium unvollendet blieb. Alternativ könnte eine unvorsichtige Person das Originaldokument beschädigt haben. Die letzte Seite des fragilen Papyrus könnte herausgerissen und dann weggeworfen werden sein, was spätere Schreiber dazu zwang, eine plausible Zusammenfassung dessen zu erstellen, was er ursprünglich gesagt hatte. Diejenigen, die dieses Argument vorbringen, weisen oft darauf hin, dass der Originaltext mit dem Wort gar endet, was auf Griechisch für oder weil bedeutet. Der Effekt ist, dass der letzte Teil des Textes lautet: Sie hatten Angst vor. Es ist fast so, als hätte der Autor mitten im Satz abgebrochen. Andererseits haben viele Historiker gezeigt, dass andere antike Schriftsteller ihre Sätze oft auf die gleiche Weise beendeten, darunter auch der Verfasser des Johannesevangeliums. Es gibt noch ein einfacheres Argument dafür, dass der Autor von Markus die Geschichte absichtlich gekürzt hat. Wenn dies der Fall ist, könnte es sich um eine stilistische oder theologische Entscheidung gehandelt haben. Leser sollten beachten, dass das Markus-Evangelium wahrscheinlich der älteste der vier Texte ist und die Jungfrauengeburt nicht enthält. Heute können wir nicht wissen, was der Autor tatsächlich über Jesus Christus oder das Christentum als Ganzes glaubte. Ist es möglich, dass Christen zu diesem Zeitpunkt nicht glaubten, dass Jesus die Jünger nach seiner Auferstehung traf? Diese Geschichten hätten später kommen können, zusammen mit den Geschichten über die Jungfrauengeburt. Alternativ könnte Markus' kurzes Ende einfach der dramatischen Wirkung dienen. Heutzutage erkennen viele Gelehrte an, dass Markus von den Konventionen der antiken Literatur beeinflusst wurde. Es wurde beispielsweise argumentiert, dass Markus sich vom epischen Dichter Homer inspirieren ließ, während andere darauf hingewiesen haben, dass die Struktur seines Evangeliums erhebliche Parallelen zur griechischen Tragödie aufweist. Mark's Gospel is what I would call the Hollywood Gospel. It's action, action, action. Das etwas zweideutige Ende ist dramatisch und lässt dem Leser Raum, über die Botschaft der Geschichte nachzudenken, anstatt das Ganze ordentlich mit einem Happy End zu verknüpfen. Aus literarischer Sicht ist dieses Ende in mancher Hinsicht befriedigender und gibt uns Anlass, über das Geheimnis des Lebens Jesu nachzudenken. Die heute wohl umstrittene Sichtweise zu diesem Thema ist das Argument, dass einer der längeren Ende des Textes als Original behandelt werden sollte. Pastor James Snap schreibt für das Texan-Can-Institut und verteidigt das längere Ende. Snap weist darauf hin, dass 1653 erhaltene griechische Abschriften des Neuen Testaments die Verse 9 bis 20 enthalten, davon 8 mit einem anderen kürzeren Ende. Nur 3 enthalten die am häufigsten akzeptierte kürzeste Endung. Unter anderem führt er an, dass 2 der 3 kürzesten Texte zwar sehr alt seien, mehrere Kirchenväter, deren Werke noch älter seien, darunter Irenaeus und Justin der Martyr, sich jedoch auf das fehlende Material berufen. Eine Widerlegung von Snaps Argumentation wurde auch in Texan-Can veröffentlicht, verfasst vom Neutestamentler Peter Head. Head antwortete, dass die stilistischen Unterschiede im langen Ende und die Beweise von 2 frühen Kirchenvätern, Eusebius und Hieronymus, das Argument ausreichend stützen, dass es sich bei den längeren Versionen um spätere Ergänzungen handele. Insbesondere Eusebius bemerkte, dass zu seiner Zeit, dem 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus, die meisten Abschriften des Markus-Evangeliums die Verse 9 bis 20 nicht enthielten.